Hallöchen, willkommen zurück bei Let's Play Cryostasis. Jetzt höre ich, was abkommt, sogar sehr laut. Ich höre sogar das Brutzeln der Fackel. Oh, was auch immer. Ne, das ist ja Feuer. Ne, Feuer, Feuer. Oh, ich glaube, es ist bei mir ein bisschen zu laut. Warte, ich mache mal ein bisschen leise. So, jetzt passt. Okay, jetzt erschrecke ich mich auch immer. Ihr hört es ja nicht so laut, wie ich es jetzt höre, glaube ich. Mal schauen, das muss ich wieder mit der Aufnahme vergleichen und pipapo und tralala, aber das wird sich alles ergeben. So, wo geht's denn jetzt erst einmal lang? Ich habe keine Ahnung. Hier vielleicht irgendwo, keine Ahnung, hier da. Ja, genau da. Hallöchen, Kamerados. Hier. Und was ist das? Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Es ist eine Lappe! Naja. Ah, hier geht's weiter. Ach, das war's schon. Das hätten wir im letzten Part auch noch machen können. Na gut. Ja, im letzten Part haben wir es ja nicht mehr gefunden. Okay. Ja, überspringen muss ich das, glaube ich, nicht, weil so lange dauert es jetzt auch nicht. Und falls ihr jetzt auch keine Lust habt auf Warten, könnt ihr einfach überspringen. Oh je. Oh, es ist kalt hier. Hey! Oh mein Gott. Und was ist das? Erstmal Licht. Nein, Licht brauchen wir hier nicht. So. Oh mein Gott. Was ist das? Oh mein Gott. Hä? Bin ich jetzt gestorben oder was ging hier gerade so eben ab? Ich habe keine Ahnung. Bin ich in der Vision gestorben oder was? Oder habe ich irgendwie einen Trip gehabt oder ja, einen tödlichen Trip? Hey! Wir brauchen unbedingt Schusswaffen. Allein mit der Axt kommen wir hier nicht weit. Ich frage mich, wie man blocken kann. Es ist ja auch möglich zu blocken, aber zuerst ist es. Oh mein Gott! Der Typ da ist im Eis eingefroren und hängt mit dem Kopf raus. Mal sehen, wie er gestorben ist. Hey. Achtung! Sämtliches Personal auf die unteren Decks! Nach unten! Geht's hier lang? Ja. Bewegung schnell! Beeilt euch, sonst sinken wir! Ja. Wir müssen Wasser ablassen! Öffnen Sie die Tür, ich aktiviere die Pumpe! Welche Pumpe? Wasser ablassen! Wasser ablassen! Wasser ablassen! Versteht ihr? hier, öffnen vielleicht? Öffnen! Wow! Oh mein Gott! Also mit Kopfhörer ist es viel epischer zu spielen. Achtung, sämtliches Personal. Blub. Das war ja gar nichts. Ich bin einen Schritt gelaufen und gestorben. Ist ja lustig. Ich glaube, bei mir ist es immer noch zu laut, aber ich glaube, es gehört so. Ich mache mal noch ein bisschen leiser. Moment. So, jetzt passt wieder. So. Achtung, zuerst reingehen. Personal auf die unteren Decks. Nach unten, los, los. Ja, ich gehe ja schon nach unten. Hör auf zu meckern. Wir müssen Wasser ablassen. Öffnen Sie die Tür, ich aktiviere die Pumpe. Öffnen Sie die Tür, ich aktiviere die Pumpe. Willst du, dass ich sterbe? Wenn ich die Tür öffne, dann sterbe ich. Ja, ich rede hier von dieser Tür da. Die dürfen wir nicht öffnen. Öffnen! Nein! Ich öffne die Scheiße. Oh. Okay, dann mach ich die Tür. Und jetzt? Jetzt ist es zufrieden. Hoffentlich schafft das. Der Raum füllt sich langsam mit Wasser. Ja, und jetzt Feuerschuss gemacht. Haben wir es geschafft, okay. Sah für mich aber nicht so aus. Und jetzt haben wir es geschafft. Oder was? Nein, hier geht's weiter.
war merkwürdig. Habe ich gar nicht so richtig gecheckt, was passiert ist, aber ich muss es ja nicht verstehen. Ihr müsst es verstehen, wenn ihr zuschauen wollt und es keine Ahnung haben wollt. Wenn ihr die Story nicht haben wollt. Keine Ahnung. Ich habe keinen Fall, was hier gerade abgeht. Ich weiß nur, ich bin in einem Schiff gefangen, bla bla bla. Hier ist es saukalt, bla bla bla. ja. Wo geht's hier jetzt lang? Ach ja, das war dieses Dock da, was überschwemmt wurde. Genau, jetzt sind wir hier. So sieht es heute aus. Das ist die Pumpe, die er abgedreht hat. Oder die er verwendet hat. Können wir da reinkriechen? Einen Lüftungsschacht oder so? Nein. Na toll, die Leiter ist kaputt. Schönen Dank auch, du Wichser. Ich mag den Dock gar nicht. Und hier ist es auch arschkalt. Licht. Ohne Licht geht hier nichts. Und ich brauche Wärme. Eine Feuer, Wasser, Dings da. Geht hier. Die Glühbirne geht nicht. Halt! Immer noch ein bisschen Licht hier. Ne, sonst sieht man ja nichts. Ihr müsst ja was sehen auf YouTube. Denn YouTube ist wahrscheinlich dunkler als hier. Es ist. Es ist wahrscheinlich noch kein, oder? Yep, ist es. Okay, drück. Kurz warten. Ja, jetzt wird's hier auch warm. Ah ja. Das ist wahrscheinlich die Klimaanlage oder sowas. Okay, jetzt haben wir wieder eine schöne Wärmequelle. Hier geht's nicht raus. Wir müssen nach unten. Oh mein Gott! So, jetzt aber! So! Spaten, du Arsch! Zombie! Da kommt noch einer! Komm jetzt! So! Ja, komm her! Totes Arschloch! Okay. Okay, wir brauchen hier jetzt auch wieder Wärme, wieder Softheit mit dem Kampf gegen den Zombie. Ah. Oh yeah. Jetzt geht's wieder nach unten. Ich bin immer noch erschöpft von dem Kampf, aber dabei waren es nur zwei Zombies, also wir brauchen echte Knarre. So, wo geht's denn hier lang? Hey! Oh Mensch, noch einer! Oje, meine. Lange halte ich das nicht aus. So, hier, was auch immer das ist. Aktivieren. Und was ist da unten? Da ist jetzt irgendwie das Leuchten-Ding da. Keine Ahnung, wie leuchtet es jetzt? Ach nee, noch einer. Wie blockt man eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Er ist auch nicht. Ja, du. Ja. Komm her, du! Ja, du, du! Er hat die Treppe kaputt gemacht, wir kommen nicht mehr nach oben. Und hier ist es arschkalt. Scheiße. Wir müssen hier auf die Röhre. Meine Knochen sind eingefroren. Ich spüre meine Beine nur noch schwer. So geht es hier runter. Nirgendwo. Und jetzt muss ich da sein. Wenn noch ein Zombie geht, kommt, war es das für uns. Oh mein Gott. Kriegen wir jetzt vielleicht Waffen? Ach egal, komm. Musste man da irgendwie runterjumpen oder was? Oder irgendwie eine Leiter verwenden für diesen kleinen Sprung? Gott. Wegen so einem Minisprung stirbt man auch nicht. Ich weiß, es ist Arsch. Was war das denn jetzt? Ja, gut, vergessen wir das Ganze, was jetzt passiert ist. Okay. Ah, hier geht's. Nein, sind wir jetzt wieder. Oh nee.
Was ist das? Oh mein Gott! Doch eines Tages brach ein Gewitter über den Wald herein. Und der Untertitel ist aus. Die Bäume begannen düster. Das haben wir gleich. Moment. Untertitel muss schon an sein. Ne, dann könnt ihr auch ihr Tauben, Leute, da ist sehen. Obwohl taube Leute das ja gar nicht hören, was ich hier gerade verzapfe. Und dann wurde es so dunkel im Wald, als ob alle Nächte der Welt auf einmal hereingebrochen wären. Die kleinen Menschen wanderten zwischen den hohen Bäumen. Und unter dem bedrohlichen Lärm der Blitze wanderten sie weiter. Und die schwankenden Baumriesen summten und knirschten ihre zornigen Lieder. Und die Blitze schwirrten über die Wipfel und erhellten den Wald für Augenblicke mit einem kalten, blauen Feuer. Verschwanden so schnell, wie sie gekommen waren, und erschreckten die Menschen zu Tode. Okay, hier geht's hoch. Ach, wir sind jetzt woanders, okay. Da war noch ein Safe, bevor wir da gestorben sind, glaube ich. Ach nee, na, wir sind doch wieder noch hier. Immerhin haben wir jetzt dieses Post bekommen, oder was auch immer das war. So, Wärmetanken, okay. Weiter kann. Und es kann weitergehen. Oh mein Gott! Wegen dir habe ich so viel Schmerz erlitten. Gerade eben, du Scheiße. Wichser. Und da kommt dein Kamerad. Das ist ein Klaps. Verdammter. Bleib auf dem Boden. Bleib auf dem Boden, wo du hingehörst, ein Stück. Okay. Ich habe auch keinen Schaden gekriegt, das war mein bester Kampf bis jetzt. Und oh mein Gott! Ich mach dich fertig! So! Finde ich tat schön weh in deinem Zombie-Hirn. Falls du überhaupt eins hast. Geht es noch weiter runter? Und hier vielleicht weiter diesen Kind, oder? Jetzt geht's hier weiter. Aber wo geht's hier weiter? Hier, ach. Ach, hier geht's weiter. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay. Hier dann da nach unten. Da, ja, schnell, 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 schnell. Es ist kalt. Ich hab... Oh mein Gott! Komm, bleib weg! Scheiß Zombie! Bleib auf dem Boden! So! Zombies! Ist hier eine Wärmequelle? Nee. Bam! Eigentlich müsste uns die Tür wegfetzen, okay, aber... It's only just a game. Jetzt müssen wir hier einen anderen Weg nach unten finden. Hier ist wieder die Vision und was auch immer das ist. Bam. Er ist erfroren, nehme ich an. So, wie geht's jetzt da runter? Jetzt würden wir runterjumpen, dann sterben wir wieder, das ist klar. Aber ich muss es halt riskieren, weil einen anderen Weg gibt es hier nicht nach unten. Ich kann nochmal schauen. Hier kommen wir nicht hoch weiter und hoch. Ich springe einfach mal runter. Eins, zwei und... Ich habe überlebt! Ich habe von einem Meter Höhe überlebt, oh mein Gott. Okay, wie ist er gestorben? Wir haben jetzt eine Waffe, endlich. Wo? Du, komm, geh weg. Stirb. Also, jetzt haben wir eine Waffe. Endlich haben wir eine Waffe.
Und was ist da? Ich höre Geräusche. Seid mal kurz leise. Ach so, das ist nur die Leiter. Okay, dann komm runter, Leiter. Leiter, komm runter. Leiter. Hallo, Leiter. Leiter. Geh in die Knie, um Waffen und Munition aufzusammeln. Wo ist denn da Moni? Ah, hier ist Moni. Okay, wir haben endlich Munition. Obwohl ich schon dachte, dass wir schon Munition haben, aber egal. Halte L gedrückt, um zu ziehen, und linke Maustaste, um zu schießen mit. Taste R wird nachgeladen. Was haben wir gerade? Kann jetzt die Leiter endlich runterfallen? Ich will weiterspielen. Jetzt komm schon, Leiter, fall endlich um. Moment, was ist das? Hört ihr das? Hört sich an wie ein Herzschlag oder sowas. Ja, aber komm! Ah. Was ist denn da? Nichts. Hi Zombie! Hier ist er schon wieder. Ist Leiter fallen. Achso, muss ich vielleicht auf die Leiter schießen? Kann das sein? Ja, genau. War ja nicht so schwer. Ich dachte schon, wir verrecken hier unten. So, schön nachladen. Könnt ihr jetzt hier vielleicht weiter? Ah ja, hier geht's weiter. Den Ort kenne ich noch, genau. Den Ort kenne ich, weil ich weiß, dass wir hier im Lüftungsschacht eine Waffe kriegen. Oder beim Lüftungsschacht in der Nähe. So. Taschenlampe an. Es kann weitergehen durch den Lüftungsschacht. Okay. Ah. Komm, bleib weg. Bleib! Du bleibst jetzt auf dem Boden! Nervensäge! So, nachladen. Okay. Endlich macht das Spiel langsam Spaß. Weil wir jetzt auch Waffen haben, also eine richtige Schusswaffe. Oh nein, noch einer! Bleib tot! Ich warne dich! Das war jetzt versehentlich geschossen. So, wir haben auch nicht unbegrenzt Munition, alles ist begrenzt. Jetzt haben wir unser letztes Magazin drin. Nämlich nur noch 2 Schüsse. Wir brauchen mehr Muni, damit wir unsere Waffe intensiver nutzen können. Oh, wo geht's denn hier lang? Hier, okay. Wir haben ja immer noch Nahkampfwaffen, aber die machen nicht so viel Spaß wie diese Schusswaffe da. Und was ist hier? Eine Postkarte. Wir hatten uns schon zuvor getroffen. Ich konnte immer fühlen, wenn er sich näherte, und wusste genau, wann es geschehen würde. Unsere gesamte Mannschaft wartete auf dem Oberdeck. Wir konnten ihn noch nicht sehen, aber sein Gefolge war klar zu vernehmen. Und dann, als wir schon so lange gewartet hatten, dass wir nicht mehr mit ihm rechneten, war er plötzlich da und erschien majestätisch aus dem Nebel. Auf brodelnden Wellen driftete er an uns vorüber und stieß Stücke seines smaragdenen Mantels ab. Selbst wenn er in respektvoller Entfernung vorbeizog, schien der gesamte Raum zwischen uns wie gefroren zu sein. Und jeder von uns gierte danach, die Luft dieses uralten Eisbergs einzuatmen. Während dieser Augenblicke umhüllte absolute Stille unser Schiff. Unbeweglich sah die Mannschaft dem Titan hinterher, bis er verschwunden war. Danach war der Zauber gebrochen und alle gingen wieder ihrer Arbeit nach.
Laut und fröhlich wie immer. Und ich stand immer noch auf der Brücke und war dankbar, dass er uns hatte passieren lassen. Okay. Wir brauchen Wärme und Munition. Was ist hier? Ich riskiere meinen Blick und schaue nach. Okay, hier scheint es sehr kalt zu sein. Da bin ich wieder im Gegensystem, Kühlanlage wieder, ne? Wir haben das. Oh mein Gott! Was ist das? Da ist was explodiert. Oh mein Gott! Einen Schuss haben wir noch. Okay, wir haben keine Schüsse mehr. Jetzt können wir nur noch unser Ast weiter agieren. Jetzt auf dem Boden. Hast du Munition gedroppt oder was? Wir brauchen Munition. Denn irgendwann werden auch die Zombies Schusswaffen haben. Und bis dahin brauchen wir mehr Munition. Andernfalls werden wir grausam erschossen. So, wo sind wir hier jetzt? Ha? Liegt hier irgendwo Munition in dem Schrank vielleicht? Nein, sieht nicht danach aus. Hier ist auch nichts. Hier ist Munition, oder? Ist das Munition? Nein, ist keine Munition. Betrüger! Wir brauchen Munition. Das sagt ohne Schusswaffen, aber später so gegen Ende oder wenn wir das Spiel schon durchhaben werden, dann haben wir bereits sehr viele Waffen. Also es gibt hier mehr Waffen als nur dieses Gewehr, was wir alle haben. So, hier ist auf jeden Fall jetzt Wärme. Schön viel Wärme. Okay, und jetzt ab nach unten. Erschreck mich doch nicht so. Du Scheißzombie, erschreck mich einfach da. Pussy! Okay. Dieser Zombie hat mich jetzt gehörig erschrocken. Erstmal durchatmen. Und Wärme tanken, okay. Was ist das? Da konnte man gerade nach was greifen. Da ist Munition. Hier ist keine Munition. Aber wir brauchen Munition. Ich will Moni. Der hat auch wahrscheinlich keine. Ich meine, was will ein Zombie mit einer Axt mit einer Moni? So. Und bis zum nächsten Part. Servus.